Hey, du willst ja eine Terrassenüberdachung aufstellen oder bist gerade in der Planung. Ich habe das schon hinter mir, wie du sehen kannst. Und ich möchte dir heute 5 nützliche Tipps auf den Weg geben, worauf du achten solltest und was du auf keinen Fall vergessen solltest. Und ich persönlich finde am allerwichtigsten die Jahreszeit. Denn die Jahreszeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Fangen wir mal am Anfang an. Man plant ja so ein Dach. Und ich finde, meine persönliche Meinung, man sollte das Ganze im Winter planen. Sprich, du überlegst, welchen Anbieter du nimmst, ob du es selber bauen willst, ob du den Bausatz nimmst, wo das Ganze stehen soll, wie groß das Ganze werden soll und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eine gewisse Planungszeit. Dann bestellst du das ganze Ding oder kaufst du die Materialien. Wenn du das Ganze bestellst, wie ich es jetzt getan habe, einen Link findest du unten in der Videobeschreibung, dann hast du eine gewisse Lieferzeit. Sprich, du musst das Ganze auch einplanen. Das heißt, beispielsweise bestellst du das Terrassendach jetzt im November und dann kommt es im Dezember und du bist gerade mitten in der Weihnachtsvorbereitung oder ich weiß es nicht, oder es kommt im Januar und du willst dann loslegen mit dem Aufbau und kannst aber nicht, weil der Boden gefroren ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus will oder möchte. Ihr könnt das ganze Ding nicht mitten im Winter aufbauen, auch nicht im Februar. Da gibt es noch starke Froste und dann kann es durchaus sein, dass der Boden gefroren ist und du kannst die Fundamente gar nicht gießen. Dann steht das ganze Dach vielleicht draußen irgendwo, dann mit der Folie abgedeckt und dann gibt es Stockflecken. Es gibt Verfärbung vom Holz, das Glas leidet vielleicht darunter und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst darauf achten, die Lieferzeit, wie lange das Ganze dauert. Und sobald das dann angeliefert wird, könnt ihr das Ganze auch gleich aufbauen. Es ist immer jahreszeitenabhängig. Im Idealfall wäre natürlich jetzt April, Mai. Dann wisst ihr, es schneit garantiert nicht mehr und es gibt auch keine Fröste mehr. Kleiner Tipp, wenn ihr so einen Terrassendachbausatz euch bestellt, dann bekommt ihr mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit noch ein paar Winterrabatte, wenn ihr das Ganze im Winter bestellt. Ihr könnt natürlich auch den Lieferzeitpunkt, beispielsweise es gibt eine Lieferfrist oder eine Lieferzeit von 6 Wochen und ihr bestellt es 8 oder 10 Wochen vorher, dann könnt ihr auch den Lieferzeitpunkt genau bestimmen. Im nächsten Schritt geht es darum, um die Größe. Wenn ihr so einen Bausatz bestellt oder euch das Ganze selber zusammenbaut, braucht ihr natürlich eine Größe. Die Breite und die Tiefe müsst ihr letztendlich selber bestimmen, ob ihr das Ding 10 Meter breit baut oder nur 5. Von der Tiefe her kann ich euch empfehlen, kalkuliert das Ganze nicht zu knapp. Beispielsweise 3 Meter sind meiner Meinung nach zu wenig, denn wenn man jetzt einen Esstisch drunter stellen möchte, wenn jetzt Niederschlag oder Regen kommt, der kann locker so 1 Meter in ein Terrassendach oder auf den Boden dann hineinprasseln. Und wenn ihr das Ganze dann zu knapp kalkuliert, dann kann es durchaus sein, dass eure Gartenmöbel schön nass werden. Das heißt, plant ausgiebig genügend Platz ein. Dann ganz, ganz wichtig, die Höhe von so einem Terrassendach. Da gibt es mehrere Sachen, die ihr unbedingt beachten solltet. Das ist jetzt hier die Wandfette und da gibt es noch eine vordere Fette, die Kopffette. Die Wandfette, man spricht immer von einer Durchgangshöhe oder einer Wandhöhe, Wandanschlusshöhe. Die spricht oder die ist dann von fertig Fußboden bis Unterkante Fette. Das in diesem Falle sind es ungefähr 2,80 Meter gerechnet. Ich kann leider nicht höher gehen, weil oben ein Dach kommt. Sprich, ihr müsst genau planen, wie viel Platz ihr habt. Ist beispielsweise vielleicht oben noch mal ein Fenster und eine Fensterbank. Da müsst ihr euch genau anschauen, wie der Hersteller beispielsweise die Fette, wie hoch die ist. In dem Fall ist die 240 mm plus Sparren. Der hat noch mal eine Höhe von 18 oder 19 cm plus Glasaufbau. Das heißt, wir kommen hier auf eine Gesamthöhe von ungefähr 44 cm plus Andrucksleisten und so weiter und so fort. Das müsst ihr natürlich alles einkalkulieren, nicht, dass ihr euch so einen Bausatz bestellt und ups, wir sind jetzt direkt mitten im Fenster drin oder das Haus hört ja auf. Ne? Dann solltet ihr natürlich beachten, jetzt haben wir hier eine große Terrassentür. Und hier geht natürlich die Fette genau rüber. Lässt sich nicht anders vermeiden, weil direkt oben das Dach aufhört. Das heißt, wo die Terrassentür anfängt, hier hinter ist ein Sturz. Das heißt, wenn ich eine Maueröffnung habe, direkt darüber befindet sich dann ein Metallträger, damit das Ganze von oben nicht zusammenbricht. Das heißt, in dem Metallträger kann ich diese Fette nicht anbringen. Überall, wo ihr jetzt hier die kleinen Bohrungen seht, da sind nämlich
Schrauben drin. Und das heißt, genau über den Sturz oder über die Terrassenöffnung oder Fensteröffnung kann ich die Fette nicht befestigen. Das müsst ihr auch einkalkulieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hoch soll denn die Kopffette werden? Diese hier hat 2,20 Meter. Das ist auch ein ganz normales Richtmaß. Wenn ihr das Ganze auf 2 Meter macht, merkt ihr, ihr kriegt schon so ein beklemmendes Gefühl. Und 2,10 Meter, ja, geht noch so. Wenn ihr jetzt größer seid als 1,80 Meter, wird es auch wieder so ein beklemmendes Gefühl werden. Meine Größe ist jetzt 1,82 Meter. 2,20 Meter Höhe reicht perfekt für mich aus. Natürlich gibt es da auch noch mal ein paar Dinge, die ihr beachten solltet. Wenn ihr jetzt einen Terrassenboden habt, der einen gewissen Aufbau hat, wo ihr noch mal 20 cm höher kommt, müsst ihr natürlich die Pfostenlänge um die 20 cm verlängern. Bei diesem Bausatz habe ich das so gemacht, dass ich mir die Pfosten auf 3 Meter Fertigmaß bestellt habe und habe die dann hier vor Ort selber zugesägt. Und im nächsten Punkt geht es darum, ja, das ganze Ding hat ja eine gewisse Höhe, ne? Wenn wir jetzt auf 2,80 Meter plus 44 gehen wir weit über 3 Meter hoch und hier vorne genauso. Sprich, wenn das Ganze jetzt angeliefert wird oder ihr baut das Ganze jetzt hier grob zusammen, also ihr sägt das Ganze zu und bohrt alle Löcher vor und so weiter und so fort, kann ich euch definitiv empfehlen, behandelt das Holz, bevor ihr das Ganze aufbaut. Mir ist es passiert, dass ich die Wandfette vergessen hatte zu streichen. Wenn ich jetzt das Ganze so betrachte, es ist ziemlich schwer, das Terrassendach aufgrund der Höhe im späteren Nachgang zu behandeln bzw. zu streichen. Ihr solltet bei einem ganz normalen Holzschutzöl das Ganze mindestens zweimal streichen. Aber dann gibt es das allergrößte Problem, wenn die Verglasung schon drauf ist, das Ganze dann zu streichen. Sprich, ihr müsst dann quasi alles abkleben, wenn ihr ein ordentliches Ergebnis haben wollt. Deswegen ein kleiner Tipp von mir, eigentlich recht logisch, aber wenn man im Aufbau wahn ist, kann man sowas mal vergessen und das ist dann am Ende ziemlich ärgerlich. Sprich, es kostet richtig, richtig viel Zeit. Im nächsten Punkt geht es eigentlich um das Thema Glas, Doppelstickplatte oder VSG-Glas. Darüber habe ich ein extra Video gemacht, beziehungsweise über den kompletten Aufbau gibt es eine Vlog-Serie oder eine Reihe, die werde ich mir hier oben im Eck verlinken. Kannst du dir anschauen, dann geht es gleich los mit der Wandbefestigung, dann geht es weiter mit dem Fundamentgießen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt mir oder uns dabei folgen, Step by Step, wie wir das Ganze im Vlog aufbauen. Ich möchte noch mal einen ganz kleinen Tipp sagen oder einen Fehler, den viele machen, den ich auch gemacht habe. Und zwar geht es um die Pfosten, besser gesagt um das Fundament. Ja, richtig, den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Und zwar ist es ja so, die Pfosten habe ich ja mir selber hier vor Ort zugeschnitten. So, und den Abstand zwischen Boden und Pfostenende, den sollte man ganz genau beachten. Der Pfosten wird an einen Haarträger befestigt, das heißt, ihr habt dann 4 Schrauben, der Haarträger ist verzinkt und wird dann in das Fundament einbetoniert. So habt ihr dann ein richtiges Fundament, um eure Terrassenüberdachung darauf aufzustellen. Darüber gibt es auch einen Blog über das Fundament. Besser gesagt, es gibt ein anderes System, was ich verwendet habe. Sprich, ich habe nicht erst ein Loch gebuddelt und dann den Haarträger dann fest einbetoniert und dann das Dach aufgebaut. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe erst das Dach aufgebaut, dann den Pfosten angeschraubt, wusste ganz genau, da muss mein Fundament hin und dann habe ich das Loch gebuddelt und das Fundament gegossen. Schau dir unbedingt den Blog an, den verlinke ich dir auch hier oben. Aber trotz alledem habe ich da einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise bei einem Pfosten, den habe ich nämlich zu lang abgeschnitten. Sprich, bei so einem Haaranker gibt es 2 Streben und ich habe den bündig auf die erste Strebe gesetzt und habe zwischen Fundament und Beton einfach zu wenig Luft gelassen. Das heißt, die Oberkante von der Rasenkante bis zum Pfosten ist zu wenig. Dann sagt jetzt bestimmt, oder der Laie würde sagen, halb so wild, aber nein. Es gibt ja einen Grund, warum ich den Pfosten nicht gleich in die Erde bzw. in das Fundament einbetoniere. Die brauchen nämlich einen gewissen Abstand zur Erde. Denn so passiert es nämlich, dass dann Regenwasser hochspritzt bzw. Tau oder der Tau auf dem Rasen, auf dem Rasenhalme dann Kontakt mit den Pfosten haben. Und dann zieht das Wasser quasi wie so ein Strohhalm hinein in den Pfosten. Und was passiert dann? Irgendwann wird dieser Pfosten morsch. Dann geht er weiter, dann zu den ersten Schrauben, dann zu den zweiten Schrauben, frisst sich quasi durch und dann ist das Ganze irgendwann total durchgegabbelt und der Pfosten verliert an Stabilität. Deswegen braucht ihr mindestens, ich würde mal sagen, so 10 cm solltet ihr schon einplanen. Also macht diesen Fehler
leider nicht. Natürlich kann man im Nachhinein nochmal den Pfosten abnehmen. Wenn man jetzt hier beispielsweise 4 Pfosten hat, dann kann man mal einen abnehmen, den kürzen, wieder ranschrauben. Denn dann ist die Höhe vom Boden bis zum Pfosten garantiert oder sichergestellt. Und dann kann auch kein Wasser in den Pfosten hineinziehen. So, im nächsten Schritt geht es um die Dachschräge, besser gesagt um die Neigung. Ich zeige euch das jetzt anhand des Holzstockes. Es gibt ja natürlich Flachdächer, die sind 90 Grad Winkel aufgebaut. Das heißt, wenn es da regnet, dann bleibt das Ganze stehen. Wir brauchen hier ein gewisses Gefälle bzw. eine Neigung. So, das ist eine Neigung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für eine Neigung, was für ein Gefälle sollte man jetzt hier einplanen beim Terrassendach? Und da ist es so, zu viel Neigung sieht dann nachher aus wie so ein kleines Hexenhäuschen, besser gesagt wie so ein Vordach. Es gibt da so ein paar Richtlinien oder sagen wir mal Gesetze, beispielsweise jetzt hier bei so einer Terrassenüberdachung oder allgemein beim Carport und so weiter und so fort, dass man da mindestens 7 Grad Dachneigung einplant. Und das haben wir nämlich jetzt hier auch. Ergibt sich natürlich, wenn du jetzt hinten 2,80 Meter Höhe hast, vorne 2,20 Meter, Unterkante Fette, Unterkante Wandfette, dann hast du ungefähr eine Dachneigung von 7 Grad. Und die solltest du auch mindestens beibehalten. Ideal wäre natürlich 10 oder 12, denn wenn du nämlich unter 7 Grad kommst, dann kann es durchaus sein, dass das Wasser auf dem Terrassendach dann stehen bleibt. Und was passiert dann? Es gibt natürlich hässliche Flecke, es können sich Algen anwachsen oder bilden, da kann schnell schmutzig haften bleiben. Und der größte Nachteil, den ich finde, wenn Wasser dann steht, das Ganze ist ja nicht eine ganz, ganz große Scheibe von, weiß ich was, 5x5 Meter, sondern es sind ja einzelne Scheiben, in dem Fall hier 6 Stück, und diese mit Gummidichtung versehen. Und wenn da Wasser steht, kann es natürlich durchaus sein, dass dann irgendwann oder irgendwo eine undichte Stelle ist und dann sucht sich ja quasi Wasser seinen Weg und dann hast du dann irgendwie eine kleine Tropfsteinhöhle oder irgendwie eine undichte Stelle. Und das verhinderst du natürlich damit, indem du ein kleines Gefälle aufbaust, dass das Wasser dann abfließen kann. Natürlich darf man den Aspekt Winter oder Schnee nicht vergessen. Wenn Schnee drauf liegt, kann das Ganze natürlich dann auch, wenn es dann ein bisschen wärmer wird oder es anfängt zu schmilzen, dann kann es natürlich auch schön abtransportiert werden. Ganz, ganz wichtig, merkt euch einfach 7 Grad. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, besser gesagt zum letzten Punkt. Die Wandbefestigung. Das ist, ja, wie soll ich euch da einen Tipp geben? Das ist natürlich nicht so einfach. Das ist von Wand zu Wand quasi unterschiedlich. Macht aber bitte nicht den Fehler, wenn ihr jetzt einen Vollklinker habt und dann, wenn ihr das Ganze selber bauen wollt und dann holt ihr euch Dübel und dübelt die dann im Klinker rein und befestigt es dann in den Fugen oder im roten Klinker mit 10 cm Tiefe. Und jawohl, denkt dann, ihr habt richtig sicheren Halt. Haben schon viele, viele gemacht mit Markisen, die sind dann leider wieder runtergekommen, weil so ein Klinker wird quasi vor dem eigentlichen Stein, der sich dahinter verbirgt, also es gibt einen Klinker, dann gibt es Luft und dann gibt es nochmal einen großen, meistens einen Kalksandstein, je nachdem, was ihr für eine Bauart habt. Und der Klinker ist quasi nur davor gesetzt und der, im schlimmsten Fall, bricht dann dieser Klinker ein. Das heißt, ihr solltet schon von so ein bisschen von der Thematik Ahnung haben. Das heißt, dieses Haus setzt sich im Baujahr, ich glaube 1919 oder sowas um den Dreh. Und ich habe mich davor wirklich eine lange Zeit auseinandergesetzt. Sprich, ich habe Nachbarn gefragt, ich habe jemanden gefragt, der aus dem Handwerk kommt, der sowas schon öfter gemacht hat. Und ich habe letztendlich Gewindestangen ins Mauerwerk eingeklebt. Das heißt, ich habe das Ganze durchgebohrt. Wir haben jetzt hier eine Wandstärke ungefähr, also eine gesamte Wandstärke von 55 bis 60 cm. Und ich habe jetzt wirklich 40 cm tief ins Mauerwerk hineingebohrt und das ganze Loch dann ausgepustet bzw. abgesaugt. Und dann habe ich da mit einem 2-Injektionskleber, so ein Mörtel, der aus 2 Komponenten besteht, sprich, der wird richtig heiß und härtet dann ganz schnell aus. Innerhalb von 8 Stunden oder 12 Stunden ist das Ganze dann belastbar. Sprich, ich habe eine Gewindestange in Edelstahl reingeklebt und dann die Fette draufgesetzt und dann mit Muttern festgezogen. Natürlich nicht, oder man muss natürlich ganz vorsichtig das Ganze in Betracht ziehen, nicht zu festziehen, denn
solche Steine, das Ganze, also gefühlt haben sie das ganze Haus mit einem Sackzement gebaut oder mit zwei. Dementsprechend bringt es dir dann nichts, den besten Injektionskleber, wenn du dann den Stein mit rausziehst. Ne? Also das Ganze dann festgemacht und zur Sicherheit habe ich dann nochmal links und rechts einen Pfosten gesetzt, den auch so befestigt. Das heißt, wenn das Ganze mal nachgeben sollte, habe ich nochmal links und rechts Pfosten, die das Ganze dann abstützen. Aber in der Regel müsst ihr euch vorstellen, wenn jetzt ein Dübel in der Wand drin ist und du da oben was draufstellst und oben auf der Wand geht es ja weiter dann, ne? Also es ist ja Last da. Das heißt, die Gewinnstange müsste quasi abbrechen. So zieht ja keiner am Terrassendach, also es stehen ja so keine Kräfte, die gezogen werden. Das heißt, das Ding ist eigentlich bombenfest befestigt. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz großer Aspekt, informiert euch vorweg, wie die Mauerheit oder die Gegebenheiten bei euch vor Ort sind und unterschätzt das Ganze nicht, indem ihr jetzt, ich weiß nicht was, so 10er Dübel nimmt oder 120er und ihr geht dann ins Mauerwerk hinein und sagt, jawohl, das Ganze passt. Im ersten Moment kann es sein, dass es dann hält, aber irgendwann kommt euch die Geschichte runter. Und das kann natürlich tödlich sein, wenn ihr jetzt hier oben so dicke Sparren habt oder VSG-Glas. Also Obacht. Dann gibt es so gewisse Dinge, die man sich zulegt, wenn man sie noch nicht hat oder nicht ausleihen kann. Beispielsweise jetzt hier so eine Leiter. Die habe ich mir zugelegt, eine zweite. Die kann ich definitiv empfehlen. Dann vernünftige Arbeitsböcke, eine Schlagbohrmaschine, gewisses Messmaterial und so weiter und so fort. Also ich werde eben unten in der Videobeschreibung meine Top-Werkzeuge für dieses Terrassendach hier auflisten. Eine Kappungärungssäge, Schraubzwingen, ein Handzwingen beispielsweise, vernünftige Wasserwagen. Also es gibt wirklich eine große Liste und das Werkzeug sollte meiner Meinung nach nicht fehlen. Ansonsten hoffe ich dir, dieses Video hier gefallen. Wie gesagt, alle Infos findest du nochmal direkt unter dem Video verlinkt. Und ich kann dir nochmal nahelegen, schau dir diese Vlogs an. Das sind insgesamt auch 5 Stück. Und eine Anleitung zu diesem Terrassendach wird auch demnächst folgen. Sprich 2 Stück. Da gehe ich dann nochmal ganz genau auf den Aufbau auf ein. So, ich würde sagen, bis nächste Woche. Euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Bis dann und viel Erfolg beim Aufbauen oder bestellen oder planen, je nachdem.